Hä? Ja! Er ist tot. Er ist tot, Leute. Er ist tot. Ah, yeah! Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Heute ist das vierte Kit dran, somit der Barbar und das letzte Standard-Kit, denn die nächsten sind dann schon Schinken, Suppenmeister und Berserker. Das sind dann die Premium-Kits. Der Barbar startet mit einer vollen Lederrüstung und einem Holzschwert, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Ist meiner Meinung nach eins der stärksten Anfangsklassen mit dem Jäger, weil ich einfach, du hast einfach 3,5 Rüstungspunkte schon ganz am Anfang. Du hast du bist geschützt vor Bogenschützen, weil du ja einen Lederhelm auf hast. Und ich finde das generell ganz cool. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt schon ein bisschen genervt, weil ich jetzt circa, keine Ahnung, 20 Mal versucht habe, eine Runde aufzunehmen und immer sterbe ich wegen einer Scheiße, die nicht sein muss einfach. Da denke ich mir immer so, wieso? Und dann leckt das Ganze noch und du kannst einfach nicht ordentlich spielen und ich will die Folge jeden Tag bringen. Ich will die jeden Tag bringen und da kann ich nicht einfach... Ja, einmal nichts bringen, nur weil da der Server ein bisschen laggt, da muss ich mich halt dann durchbeißen, weil bei anderen geht das ja auch, nur ich habe dann eben das Pech, dass ich euch ja eine gute Runde bringen möchte. Aber das ist dann meistens, ja, falsch. Und... Ja, wenigstens haben wir hier etwas. Schnell! Alter. Ja. 2 Goldbahn und 2 Eisen. Perfekt. Das bedeutet, ich kann mir dann auch noch Schuhe machen. Das ist ganz cool. Und jetzt gucke ich da auch noch schnell rein, weil der überspringt irgendwie alle Kisten, siehst du? Und jetzt hat er deswegen kein Dierschwert, sondern ich habe dann ein Dierschwert. Das ist schon mal ganz cool. Und vielleicht wird das jetzt da auch ernsthaft was. Das würde mich echt freuen, weil... ich weiß nicht, da haben manche echt extremes Glück, ganz am Anfang, dass die da irgendwie schon, ich weiß nicht, dass der, ich habe mir jetzt nicht 8 Sticks gemacht, oder? Ich habe mir jetzt 8 Sticks gemacht. Oh, danke. Für die Werkbank. Genau, die bräuchte ich nämlich jetzt. So, und einen Helm. Das ist dann ganz cool so, wie wir ausgerüstet sind. Und damit können wir dann eigentlich auch die Ender Games starten. Aber das Problem ist... Okay, puh, Alter, ich habe wegen einem Scheißherz überlebt. Jetzt habe ich echt... Oh, ich möchte mich da jetzt nicht einmischen. Ich brauche was zu essen einfach. Einfach chillen und essen. Einfach chillen und essen und weggehen. Der hat mich gut gehittet, aber dann steht er in der Luft. Das bedeutet, ich lag schon wieder dumm rum, weil ich ihn da nicht hitten kann. Und dann, also mit Lags kann man echt eigentlich nicht normal eine Runde aufnehmen. Vor allem so, wie es jetzt derzeit auf dem Server ist. Da können aber weder die GOMME-HD-Leute noch das Team oder generell irgendwer was dafür. Der Ansturm ist einfach derzeit auf den Server so dermaßen groß, dass das einfach... sagen wir mal so, es ist teilweise unmöglich einfach, weil es sind einfach zu viele Leute. Okay, da vorne ist noch einer und da entferne ich jetzt mich noch ganz, ganz schnell. Ich weiß, Leute, ich habe den da hinten schon gesehen. Ja, ja, er braucht nicht, keine Angst haben, dass ich den nicht gesehen habe. Aber wo ist denn der jetzt? Okay, der ist weit weg von uns eigentlich. Boah, Alter, bau hier nicht einfach so ab, Ziege, da habe ich Angst. Boah, noch was zu essen. Dann hätten wir... eigentlich das ganz gut hingekriegt hier. Ich töte noch schnell das Huhn und das für Essen, weil lange hält das Essen hier nie. Und 35 Blöcke, den da vorne. Den hole ich mir jetzt. Guckt, der steht in der Luft, weil ich herumlegge und dann es ist quasi die Runde schon fast am Arsch.
So, einmal habe ich ihn getroffen. Hä? Ja, er ist tot. Er ist tot, Leute, er ist tot. Noch schnell das Eisen hier holen und dann hinten schnell seine Sachen aufsammeln. Weil der hatte ganz gute Sachen für mich. Yes, 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 yes. Der hatte ein verzaubertes Schwert, Alter, wie geil. Yeah. Okay, ich bin viel, viel besser ausgerüstet, als ich jetzt das in den letzten Runden war. Ich hoffe, das wird jetzt dann auch mal was. Weil, oh. Okay. Das war dann jetzt nicht geplant, dass ich geportet werde und dann sofort wegen dem Bomber sterbe, Leute. Ich setze jetzt einfach eine Runde hinten dran, weil ich habe jetzt einfach gerade keinen Nerv hier, nochmal ganz von neu aufzunehmen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt wieder in der zweiten Runde. Ich kann einfach nur hoffen, dass die jetzt besser wird und vielleicht packen wir hier jetzt mehr, beziehungsweise sterben nicht gleich wegen dem Bomber. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, einfach mal ganz kurz weg hier mit der Enderperle. Jetzt habe ich zwei Enderperlen geworfen, ja toll. So. Ja, ich habe zwei Enderperlen genau auf den gleichen Fleck geworfen. Das macht irgendwie null Sinn hier. Okay. Davon ist eine Kiste. Die werde ich mir alle Beine holen. Hier drin, jetzt könnten wir uns wenigstens ein Eisenschwert machen und die ist mir halt jetzt noch perfekt, aber man kann sich halt nicht in seinem Leben alles wünschen. Ja. So. Und ja. Es ist halt, wenn man privat sehr viel Bomber spielt, weil man einfach auch gegen die anderen Bomber dann geschützt ist und dann selbst immer so hier von dem Bomber gekillt wird, dann ist das schon sehr hart. Also sag ich jetzt... Oh, perfekt. Jetzt können wir uns wieder ein Dia-Schwert machen und haben noch mehr Eisen als vorhin. Also, das ist ziemlich cool. Ja, das ist cool. Dann mache ich mir jetzt aber lieber einen Brustpanzer, weil einen Helm habe ich ja. Und der Brustpanzer, der bringt sich da aber dann... Der bringt es mehr. Okay, dann kann ich mir aber hier das hier noch machen. Und das hier kann ich mir auch noch machen. Yeah. Yeah. 99 Blöcke, dann mache ich mir hier auch aber noch gleich das hier. Und setze da hier. So. Eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Eigentlich ganz gut. Ich baue die Werkbank jetzt ab, weil lass uns nachher kein Holz finden, dann sind wir aufgeschmissen. Wir sind eigentlich, ja, ist ganz okay, wie wir ausgerüstet sind. Werde jetzt mal rüberschwimmen hier. Also es ist halt, die Standardklassen haben halt nicht irgendwelche tollen Fähigkeiten. Das ist halt das Einzige, was jetzt nicht so toll wäre am Barbaren und so. Die haben halt nur am Anfang schon Rüstung. Die haben irgendwie nicht eine Fähigkeit, dass sie im Wasser hochhüpfen können oder dass sie Leute zum Explodieren bringen können oder ähnliches. Also das ist echt... Das ist echt schade. Aber gut. Für das finde ich eigentlich, dass das Standard-Kit immer eins der coolsten, wenn ich ehrlich bin. Okay, den holen wir uns. Wenn sich's geht. Einen Bogenkampf. Alter, jetzt habe ich mich selber mit meinem eigenen Bogen getroffen. Das kann's ja nicht sein. Alter, jetzt haben wir ihn schon zweimal richtig fett angehittet, Alter. Ey, nein, schaut euch das an. Ich lüge ja nicht. Ihr seht ja hier selber, was hier abgeht. Und es ist einfach, ja, nicht sehr vorteilhaft, wenn es so laggt. Und der soll nicht wegrennen, weil der hat eine Rüstung, die ich gerne möchte. Hm. Wenn der weggeht. Ich möchte nicht, dass der weggeht. Das möchte ich einfach nicht. Nee, also, ja,
Ich renne trotzdem in seine Richtung, denn ich gebe niemals auf. Und dann werde ich geportet oder er wird geportet gegen einen, der eine OP-Rüstung hat. Und dann, ja, dann habe ich... Oh. Toll. Sehr cool, dass ich jetzt geportet wurde. Liebes Spiel. Weil jetzt wollte ich eigentlich nicht geportet werden. Weil jetzt ist so ein Zeitpunkt, wo ich mir denke, so nein, stopp. Oh, Eisen, Essen. Oh, das ist so gut, wenn man einfach eine Essenskiste findet, weil man dann einfach, man fühlt sich viel sicherer, wenn man eine Essenskiste hat und Essensvorräte hat. Das Schwert macht 6, ja. Ja, ja. So, da drüben sind noch eine Kiste und ein Speed. Das holen wir uns jetzt einfach mal. Oh, sogar zwei Kisten. Nicht schlecht. Okay. Ja, gar keine Kiste mehr. Sehr toll. Und wir sind schon wieder tot, weil der einfach, der war Skorpion, das hat man gemerkt, dass ich vergiftet wurde und der hatte auch noch ein verzaubertes Diamantschwert und jetzt frisst er. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? der hat jetzt jemanden gekillt, der war eben schon fast tot. Ich glaube, wahrscheinlich hat der jetzt noch zwei Hits oder so gebraucht, dann wäre der von mir auch tot gewesen. Aber gut, so ist nun mal das Leben. Der Server laggt eben und ich würde mich einfach mega freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen könntet, einen Daumen nach oben und für konstruktive Kritik bin ich immer und immer und immer offen. Entschuldigt die Runde, das ist echt jetzt ein bisschen schwer, hier gerade eine sehr, sehr gute Runde zu machen, aber ich hoffe, dass morgen die Lags vom Server, weil es ist nicht immer, dass der Server laggt. Manchmal laggt er stärker, manchmal laggt er nicht so stark. Jetzt war es ein bisschen stärker. Und morgen die Runde, wer weiß, morgen habe ich dann das Kit Schinken. Und wer weiß, vielleicht zerficken wir dann die ganze Welt und wir gewinnen die Runde. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet, wenn ihr eine positive Bewertung abgeben würdet und ihr auch mal zufrieden mit so einer Runde seid, weil... Man musste nicht immer gewinnen. Ich möchte euch das Kit ja vorstellen. Und so, glaube ich, konnte ich euch das Kit ganz gut vorstellen und euch damit auch irgendwie Klarheit verschaffen, wie das Kit so ist. Ich finde das Kit richtig cool. Es ist auf jeden Fall auch ein sehr faires Kit gegenüber den anderen, weil, ja, ich finde es fair. Und es ist auch zum Beispiel in der Map Desert... Oh, Kev. Kev. Bist in der Aufnahme. XT. Achso, der Chat ist aktuell deaktiviert. Oh, schade, ich wollte ihm nur ganz kurz schreiben, dass er in der Aufnahme ist. Schade. Auf jeden Fall will ich mich, wie gesagt, über eine positive Bewertung freuen. Und ihr seid zufrieden mit dieser Runde, damit ihr auch mal seht, dass das nicht alles immer gleich auf Anhieb klappt und gleich so super Runden entstehen. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und mach's gut. Ciao.